Oh, no, 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 no. Das sind fette Skelette. Fette Skelette. Oh, warum leuchtet ihr so? Hört auf zu leuchten. Finger weg. Oh Gott. Ah, das sind deine Brüder. Oh Gott. Ja, mit der Ruhe. Das hat trotzdem Schaden gemacht. Ja. Komm. Komm. Yes. Oh, ich glaube, ich höre gerade... Ich weiß nicht, ist das Höhlenmusik oder ist das Kampfmusik? Ich glaube, es ist Höhlenmusik. Wir haben genug Tränke, keine Sorge. Ich hau mal so einen Ranzigen hier erstmal rein. Ich wollte es mir noch ein bisschen schwieriger machen auf der erhöhten Schwierigkeitsstufe. Und zwar komplett ohne Heilzauber und ohne Heiltrank hier durchzukommen. Und das war ganz schön schwer. Wow, das sieht geil aus. Licht 10 Fuß für 10 Sekunden an Schlag. Also habe ich tatsächlich richtig gesehen, dass ich vorhin hier rechts oben einen Buff mit Licht gesehen habe. Ich habe mich schon gewundert, warum ich jetzt leuchte. Eigentlich müsste nur der leuchten. So, stumpfe Waffe. Sehr gut. 14 Angriffskraft einhändig. Moment mal. Das muss ich doch gleich mal checken. Das Ding macht 20 Schaden, 5 Feuerschaden und das hier macht 14 Schaden, 5 Feuerschaden. Leider schlechter. Sieht aber cool aus. Und schwingt deutlich langsamer. Oh, es sieht verdammt geil aus. Schaut euch das mal an, diese Textur. Richtig detailliert und hochauflösend. Man sieht so zwei Adler und eigentlich drei Adler, vier Adler. Oh, nice. Oh, das Ding sieht so geil aus. Ich würde das gerne benutzen. Ich benutze das jetzt einfach. Damit! Lichtdurchdrungen Klinge. Einmal für Leute, die eine Klinge gerne benutzen würden. Das Pendant. Ich denke, wenn wir den Skill hoch genug hätten, hätte das auch 14 Angriffskraft. Und ein Parierschwert. Ich behalte jetzt einfach mal die Waffe. Dadurch wird es noch ein bisschen schwieriger, aber irgendwie habe ich voll Bock, die gerade zu benutzen. Und insgesamt machen wir ja mit ihr 19 Schaden, dadurch, dass sie noch Schockschaden macht. Also ist das gar nicht mal so viel schlechter, außer selbstverständlich, dass die Angriffsgeschwindigkeit deutlich langsamer ist. Aber das nehme ich gerne in Kauf dafür, dass ich vielleicht irgendetwas ein klein wenig Besondereres nutzen darf. Wie viele Aufladungen hat das? 500 Benutzungen. Holy sweet bejesus, mother of God, what is happening? Dieses Ding wird uns eine ganze Weile lang aufgeladen bleiben, habe ich so das Gefühl. Was kommt jetzt hier unten? Hallo? Oh. Hallo? Hallo? Oh Gott, ich hab mich... Habt ihr... Guck mein Leben an! Der Typ hat mich nur ein einziges Mal reflektiert und ich bin fast gestorben. Oh shit! Okay, das ist hier kein Spaß. Ich brauche eine Waffe, die keinen magischen Schaden macht. Ich habe das Gefühl, dass sie jeglichen magischen Schaden reflektiert. Deswegen kriege ich gerade so viel Schaden. Okay. Oh, Witcher-Kampfmusik. Das, ja, I'm getting pumped up. So. Stille Gift auf die Waffe. Du, mein Freund, wirst nichts mehr casten, wenn ich dich einmal getroffen habe. Oh, trotzdem fast tot. Shit. Da ist er. Oh, es ist so fucking dunkel, ich sehe gar nichts. Ah. Oh. Oh, du Mistvieh, ich konnte Cedric finden und töten. Nun sollte ich vielleicht seinen Staub auf dem Isela-Familienfriedhof bestatten.
Ah. Ich glaube, ich wäre fast besser bedient gewesen mit der Einhandwaffe. Dann hättet ihr auch noch mehr gesehen, aber der Kampf nochmal in völliger Dunkelheit hat mir ordentlich einiges mehr abverlangt. Feuerschaden macht der Staub, okay. Gott! Du verdammtes Mistvieh! Hier stellt sich natürlich nur die Frage, wo zum Teufel ihr Familienfriedhof ist. Ist das hier unten eine Art Friedhof? Ah. Ich muss sagen, ich war schon lange nicht mal so angespannt bei einem Kampf gewesen. Ich habe nicht nur Heiltränke, sondern auch tatsächlich Heilzauber mal benutzt. Zur Abwechslung. Zauber konnte ich nicht benutzen, weil der Typ wahnsinnig reflektiert hat. Das hat total wehgetan. Sonst ist hier nichts in dem Raum, echt? Ich hätte auch noch so eine Frage. Wenn ich Zerstörungszauber trainiere, weil es geht darum, wie kriege ich den Skill Zerstörungszauber am besten nach oben? Zählt es, wie oft ich Feinde damit treffe? Oder zählt, wie viel Schaden ich an Feinden mache? Ich glaube, ich habe die Frage schon mit stumpfen Waffen gestellt, aber ich würde gerne nochmal bestätigt wissen, oh, das ist ganz schön verdammt tief. Ich würde gerne auch bestätigt wissen, ob das mit Zaubern genauso ist wie mit Waffen. Mit Waffen war es ja tatsächlich so, dass man pro getroffenem Schlag Skill dazu bekommt. Das heißt, würde es sich lohnen, meinen Skill zu steigern, wenn ich an schwachen Gegnern trainiere? Das würde ich gerne wissen. Gott, wie lange nehme ich schon auf? Oh, fast 3 Stunden! Ich muss mal ein Päuschen hier einlegen. Ist ja krank. Aber erstmal mache ich noch die Quest hier fertig. Und muss selbstverständlich meine Tragfähigkeit ein bisschen nach oben pushen. Pushen, pushen. So, nachdem ich aus diesem Drecksloch... Meine Zunge ist schon ein bisschen trocken, obwohl ich immer wieder trinke hier nebenbei. Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist der Friedhof. Das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Ach, ich kann immer noch nicht rasten, weil Feinde in der Nähe sind. Wollt ihr mich denn veressen? Mann, Mann, Mann. Gibt es, meine Freunde, irgendeinen Konsolenbefehl? Ihr seid gefragt. Wollen wir mal ein bisschen Hexorn? Nein, aber im Ernst, gibt es irgendeinen Konsolenbefehl, mit dem ich mich aus einem Kampf herausbegeben kann? Weil ich glaube wirklich, ich bin gerade irgendwie gebuggt. Gibt es irgendeinen Konsolenbefehl, mit dem ich dafür sorgen kann, dass niemand mir mehr folgt? Dass alle Monster, die gerade eben noch hinter mir her waren... Oh, ich will nicht diesen Hügel runterfallen und dann nicht mehr zurück hoch können. Dass ich wirklich alle Aggressionen von Oh, hoppala, das wollte ich nicht. Dass alle Aggressionen von irgendwelchen Monstern von mir quasi abgestriffen werden. Und mir plötzlich niemand mehr folgt. Es muss doch irgendeinen Befehl dafür geben. Ich will nämlich wirklich... Es muss ein Bug sein. Das ist nicht mehr normal. Also... Ja. Okay. So viel dazu. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Würde ich sehr begrüßen. Ansonsten schaue ich das selbst nach. Aber ich finde es immer cooler, wenn ihr mir helfen könnt. So. Cedrics Grabstein. Sein Geist hinterließ mir als Dank die Familienerbstücke, die er trug. Ah, cool, danke. Isela-Beinschienen. Und Adelsroben, oh. Schick, schick, danke schön. Und wir haben rechts oben, könnt ihr sehen, irgendeinen schönen Buff bekommen. Schauen wir erstmal nach, was uns denn der Buff so gebracht hat. Oh, ich dachte schon, das wäre eine Krankheit. Nein, sehr gut. Cedrics Segnung. Oh, sehr gut. Konstitution. Ah. Schnelligkeit auch. Oh, kann man auch ganz gut gebrauchen für Kiten. Konstitution, Schnelligkeit und 10 Punkte auf Lebensenergie. Oh, das ist mal nett. Also, das ist richtig brauchbar. Dankeschön, lieber verstorbener Geist von Cedric. Adelsroben, Magika, 15 Punkte. 15 Mana, das ist okay. Wie sehen die denn aus? Ganz schön adelig. Aber ich bevorzuge doch lieber meinen Komplettbonus vom Rottenmeister. Und die Beinschienen. 15 Lebenspunkte. Ja, ist ganz nett. Haben wir vor allem mehr als das Doppelte. An... Rüstung.
Moment mal, Leute, schaut euch das an. 15 Lebenspunkte und das Ding bringt mich ja nur 5 Lebenspunkte, 1 Schnelligkeit, 1 Konstitution. Dieses plus 1 können wir eigentlich vernachlässigen. Was für ein Bonus denn? Was für ein Bonus bekommen wir nochmal, wenn wir das ausrüsten hier? Können wir das vernachlässigen? 3 Stärke, 3 Konstitution. Ich würde also 3 Stärke verlieren, einen dreifachen Stärkebonus. Würde auf 58 fallen. Und 3 Konstitution, ja. Wie viel Leben haben wir denn? 277? Testen wir das einfach mal aus. Cedrics Beinschienen sind wie die Rottenmeister-Beinschienen, bloß ein bisschen dunkler verfärbt. Und statt 26 kommen wir auf 29 Rüstung. Das ist nämlich eine Steigerung von 3 Punkten. Bei 30 Rüstungspunkten insgesamt sind das ganze 10%. 10%, die wir da dazu bekommen, also ein Zehntel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und die Lebenspunkte sind auch gestiegen. Ich würde sagen, dann bleiben wir einfach mal dabei. Und die Stärke ist ein bisschen tiefer. Hauptsache, wir haben endlich mal seit längerer Zeit wieder ein Rüstungsupgrade. Ich will nicht die ganze Zeit vergammeln auf dem Rottenmeister-Set. Vielen Dank. Vielen Dank auch übrigens für den Tipp, hier in diese Ruine reinzukommen. Ich kann immer noch nicht rasten, okay? Also es muss ein Bug sein. Vor allem, weil ich die ganze Zeit keine Kampfmusik höre. So, sehr gut. Bei dieser dreistündigen Aufnahmesession, wo ich wirklich, ich habe so viel erlebt und gemacht jetzt. Wir haben einen Kopfgeldauftrag gemacht. Wir haben alles Mögliche geschmiedet, verkauft. Wir haben Geld gemacht. Wir haben Alchemie geskillt. Boah, wir haben die Sela-Ruinen nachgeholt. Wir haben so viel gemacht. Und jetzt, denke ich mal, wird es wieder Zeit, nach Gilead zu gehen, alle Sachen zu verkaufen. Und ja. Aber dahin werde ich jetzt laufen. Das ist nämlich gar nicht mal so weit weg. Mein Esel ist zwar leider nicht da, aber ich laufe trotzdem hin. Und wir sehen uns gleich wieder, weil das möchte ich diese Aufnahme noch machen. Oh, was? Habt ihr das gesehen? Oh, oh, hoppala. Habt ihr das gesehen? Ich war gerade hier voll im Schnellreisemodus und hier war eine Falle. Boah, Sure AI. Ich meine, Jäger im Wald. Seid ihr fiese Drecksäcke? Da gehe ich ja ein bisschen erkunden im Wald. La 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 la. Ahne nichts Böses. La 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 la. Schaut euch das an. Einfach so. Mir nichts, dir nichts. Mitten im Wald. Aber wirklich einfach so. Hier ist ja nicht mal irgendwas. Hier ist ja nicht mal eine Ruine oder sowas. Bist du feindlich? Ja. Also ich meine, ich finde es zwar nice, dass ihr das hier hingemacht habt. Ich weiß nicht. Oh shit. Oh, fast schon wieder reingefallen. Ich weiß nicht, warum ihr das hier hingemacht habt. Vor allem ein Jäger jagt nicht mit sowas. Ja, der macht sich Fallen, wo er die Tiere auch noch draus bergen kann. Aber Gott, ja der Wahnsinn. Was zum Teufel. Ich laufe ein bisschen quer durch den Wald, weil ich auch so ein paar... vielleicht auch so für Traglast erhöhen, so ein paar Pflanzen finden will oder diese Feuerfunken. Ich vergesse jedes Mal, wie die Dinger heißen. Und kaum mache ich das mal, falle ich einfach in irgendein Loch mit Stacheln rein. Super. So, wir sind wieder zurück. Schön brav in Gilead angekommen. Und jetzt haben wir schon ein Problem. Ich würde denn nämlich gerne mit Tee darauf warten, bis der Schmied wieder da ist, damit ich meine Sachen verkaufen kann. Schaut euch das an. Ich kann nicht mal in einem Innenraum mit Tee warten. Und jetzt... What? Und jetzt haben wir ein Problem. Diese verdammten Ratten, ihr solltet mal echt euer Raum... eure Taverne hier aufräumen. Oh, jetzt kann ich warten. Echt jetzt? Ich wollte eigentlich in die Taverne reingehen, um mich auf ein Bett hinzulegen. Geht das denn draußen? Hier geht es nicht. Hier, das muss irgendein Bad sein. Bad? Irgendein Bad? Irgendein Hintern? What? Nein. Also es muss irgendein Bug sein, von wegen, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Monster, die sich auf unbegrenzte Distanz befinden,
anziehe oder aggressiv mache, keine Ahnung. So, ich warte einfach mal hier innerhalb vom Haus. Ich meine, das ist immerhin besser als gar nichts, aber ich würde trotzdem es lieber haben, wenn ich den Bug beheben könnte. Denn das ist doch ein bisschen beschränkt, dass ich dann so stark in meiner Handlungsfreiheit eingeschränkt werde. Wo ist mein lieber Freund der Schmied? Ich möchte Zeug verkaufen. Na gut, dann musst du halt herhalten. Was möchtet ihr kaufen? In der Hoffnung, dass du mir auch meine Waffen abkaufen willst und alles. Jawohl, sehr gut. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon wieder gleich wieder und ich verkaufe den Kram. So, sehr gut. Das war's auch schon zu diesem Kerl. Und ich glaube, ich habe so größtenteils alles verkauft, was ich verkaufen wollte. Die Roben nicht, weil der Kerl nicht genug Asche hat. Das machen wir bei einem anderen. Ich glaube, er hat nicht genug Asche. Jetzt bin ich gerade wieder verwirrt. Wir hatten hier noch ein Lernbuch. Können wir noch einen zusätzlichen Punkt absahnen. Und noch eine Eispranke. Dann können wir noch ein bisschen mehr rumtragen. Sehr gut. Ja, bitte. Wie viel Geld hattest du? Nochmal kurz gucken. Ich glaube 100, oder? Ja, nur 100 Münzen. Das lohnt sich noch nicht für die Robe. So. Ich wollte nochmal schauen, was denn nochmal hier die ganzen Rüstungen können, ja? Festigen Stärke, Blocken Magie widerstehen, größtenteils egal. Stärke 3 Punkte, okay. 5 Rüstungen haben die Handschuhe, 7 Rüstungen der Harnisch. Ich will gerade mal gucken, was ich denn sonst noch hier für andere Sachen so gerade habe. Das ist nicht schlecht. Geschicklichkeit, schwere Rüstung, 2 Punkte ist so gut wie gar nicht. Gar nichts. Lebensenergie festigen, 8 Punkte. Okay. Habe ich irgendetwas, irgendwelche Steinchen im Inventar, mit denen ich Lebenspunkte mir raufmachen könnte? Schockschaden, Eisschaden. Nein. Magika. Holy Bejesus. Magika festigen, 30 Punkte. Das ist eine ganze Menge. Wow. Okay. Feiner Mana-Saphir. Okay, super. Moment kurz. Gerade mal schauen. Ich würde dann, glaube ich, die Handschuhe am ehesten ersetzen. Weil mir die Rüstung bringt mir ein bisschen mehr. Beides, obwohl die Berserker-Rüstung würde mir rein rüstungsmäßig mehr bringen. Nämlich 4 zusätzliche Rüstungspunkte. Die Handschuhe nur 2 zusätzliche Rüstungspunkte. Ich schaue einfach mal, was ist denn der Bonus, den ich verlieren würde, wenn ich das einen Rüstungsteil nochmal auswechseln würde. Da bekomme ich noch dazu schwere Rüstung plus 3 und Stärke plus 3 nochmal. Ich würde nochmal 3 Stärke verlieren. Lohnt sich das denn, so oft Stärke zu verlieren? Und ich würde nochmal 15 Leben verlieren. Ja. Nee, dann würde ich nur die Handschuhe austauschen. Wir haben das hier bekommen. Hier haben wir Lebenspunkte dazu bekommen. Hier würden wir Lebenspunkte wieder verlieren. Und vielleicht, ich glaube, wir würden sogar 5, ja. Ja, wir kommen auf dieselbe Lebenspunktzahl zurück, die wir vorher hatten. Okay, folgendes. Wir werden genauso viele Lebenspunkte wie vorher haben. Aber mit so einem Hammer-Saphir, wie wir den... Oder, keine Ahnung, ist das ein Saphir? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, Mana-Saphir. 30 Mana ist verdammt nochmal viel. Dann machen wir das hier auf das hier. Und benennen unsere Berserker-Handschuhe. Wie nennen wir diese feinen Dinger? Mir sind zwar viele Begriffe durch den Kopf gegangen, ich saß jetzt hier so ein Weilchen, einfach weil ich mich gerade ein bisschen entspannen wollte, nachdem ich, wie lange aufnehme? Ja, jetzt nehme ich 3 Stunden auf. Das ist hiermit offiziell die längste Nerim- oder auch Oblivion-Aufnahme, allgemein die längste Let's Play-Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. Puh, ganz schön heftig dafür, dass ich so viel schon erledigt habe. Aber viele Namen sind mir durch den Kopf gegangen, bleiben wir bei was Simplem, Mana-Griff.
easy going, simpel. Und ich will vor allem endlich meine fetten Arme hier loswerden, weil diese Berserker-Handschuhe, ich kann es euch ja mal zeigen, wenn ich die ausziehe. Unsere Arme sind eigentlich so dick, ja, schön, elegant, weiblich, so wie es sich gehört. Ja, hier, na, alles klar, logisch. Und wenn wir die Dinger anziehen, werden die plötzlich total fett. Okay. Also wir verzichten auf 3 Stärke, insgesamt 5 schwere Rüstung und 8 Lebensenergie und holen uns dafür 30 fette Mana und 2 zusätzliche Rüstungspunkte. Unsere Hände sind jetzt zwar immer noch so fett von der Breite her, aber jetzt können wir uns immerhin einreden, dass das hier in dem Fall die Rüstung ist, die so fett ist und nicht unser Unterarm. So, sehr gut. Den Rottenkram, lege ich erstmal ab. Die Roben verkaufe ich bei der nächsten Gelegenheit. Alchemie will ich jetzt in diesem Fall noch nicht weiter trainieren, das heißt, ich werde auch kurz den ganzen Kram hier ablegen. Ne, die feine Spinnenseide nicht. Sehr gut, damit sind wir nochmal in der Ecke leichter. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, nach all diesen 3 Stunden, ich bin wirklich schon schlapp, ich brauche eine Pause, werde ich das nächste Mal nach Ledur wieder aufbrechen. Und dann in Ledur das Nerim-Zeichen holen und dann von Ledur aus da den Kopfgeldauftrag machen in der Ecke, der angeblich richtig schwer sein soll und wo noch Verstärkung mitkommt. Und vielleicht gehen wir auch auf dem Weg nochmal bei Steinfeld vorbei. Ist mein Esel hier? Nee, ich bin den ganzen Weg hier zu Fuß gelaufen. Verdammt. Gut, egal. Gehe auf dem Weg nochmal nach Steinfeld, um mir den Goldbarren zu holen für die Blockaxt. Und dann bin ich schon mal gespannt, was uns so die Blockaxt zu bieten haben wird, die wir wahrscheinlich erst mit Skill 75 machen werden können. Aber wir werden dann sehen. Und jetzt erstmal wünsche ich euch noch einen schönen restlichen verbleibenden Tag oder Abend oder wann auch immer ihr diese Folge schaut. Bis demnächst.